Hallo meine Lieben und willkommen zu einem Video. Heute photoshoppen wir und dafür habe ich zwei besondere Bilder herausgesucht. Ich habe sie geschickt bekommen. Einmal den Levi und einmal die Josie. Ich zeige euch die Bilder eben mal. Dafür müsste ich aber mal kurz einmal das hier. Das ist der Levi, wie er gerade Zähne putzt. Das hat er mir geschickt. Und dann haben wir hier noch die Josie. Das ist die, die in meinem Werbevideo für mein Merchandise, gemodelt hat. Das seht ihr hier oben in meiner, das seht ihr am besten auf meiner Stirn, hier fett Werbevideo. Ich habe mein Merchandise auch an. Jetzt ist mir gleich die Kapuze runtergefallen. Ich habe da etwas vorbereitet. So, ein Vibrator, ein Dildo, wie auch immer. Egal, was ich jetzt mit dem scheiß Dildo tun werde. Wo ein Dildo ist, ist auch ein Weg. Sehr interessantes Buch. Sieht man das? Nein, sieht man nicht. Gut, dann muss ich halt nicht zensieren. Oh, ich bin auf der Fetischseite. Random angel. Ich leg das mal besser wieder weg. Und wir werden uns heute darum kümmern, dass der Levi sich gründlich die Zähne putzt. Das sagen wir. Sagen wir so, oder? Nee, so. So. Der kommt dann so da rein. Ganz einfache Sache. Das kopieren wir uns und den tun wir jetzt darunter. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Jetzt sieht er aus, als würde er damit eingeben wollen, aber er soll den ja im Mund haben, ja? Levi ist so ein ganz guter Schlingel. Und natürlich hat er den dann im Mund stecken. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Das haut ganz gut hin, oder? Machen wir nochmal hier. Da sieht man noch ein bisschen da so. Ah Mist, da muss ich näher ran und das nochmal. Mit 8 Pixeln kann man das ganz gut wegmachen. Genau, na siehste. Er muss ja den Mund erstmal. Oh, zumindest muss er. Ja gut, er hat den Mund wahrscheinlich geschlossen. Beim Genießen dieses wundervollen schwarzen Dildos. Vibrators, was auch immer. Aber er muss den natürlich auch irgendwie breiter haben. Ja, das passt. So, jetzt müssen wir den Dildo noch ein bisschen hier ausfaden lassen. Ich radiere den mal so ein Stückchen weg. So, und jetzt nehmen wir mal kurz Deckkraft. Jetzt muss ich schauen. Wie mache ich das am besten? 10 Pixel. Bisschen radieren hier. Radieren ist immer eine ganz gute Lösung. Ja, es sieht doch soweit gar nicht schlecht aus. Vielleicht noch ein bisschen Feinarbeit. Das würde ich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr ausfaden lassen hier. Ein bisschen Feinarbeit, wie gesagt. So. So. Ja, kann sich sehen lassen. Also die Augen sind noch so normal, als würde er das nicht genießen. Genießt man das nicht so? Ich kenne das aus Hentais, ja. Machen wir das Ganze einfach mal so. Wir nehmen jetzt wir nehmen dieses Teil von dem Augenweiß. Diesen Teil von dem Augenweiß, tut mir leid. Und sagen einfach. Huch, jetzt habe ich das Lineal ausgeblendet. Und sagen einfach, ja, der gehört hier hin. Ziehen das alles hier so ein bisschen in die Länge noch. Ja, so. Ein bisschen so, wie es halt da ganz gut aussieht. Okay.
Florian, du bist ein Genie. Sag mir aber, das passt so, ja? Es sieht ziemlich ungesund aus, aber es passt so. Ich habe jetzt keine Lust, das die ganze Zeit zu bearbeiten. Ach, scheiße. Bin wieder auf der falschen Ebene, oder? Nee, bin ich sogar gar nicht. War sogar richtig. Warum mache ich mich denn schlechter, als ich bin? Florian, du bist ein super Typ. Und damit wäre unser Levi fertig. Er genießt es richtig. Man sieht es ihm an. Ja, ich hoffe, das gefällt euch. Wenn euch das gefällt, wartet erstmal ab, bis wir Josie fertig machen, ja? Und zwar jetzt. Richtig, ich habe da schon etwas vorbereitet. Wo ein Dildo ist, ist auch ein Weg. Auch die liebe Josie hat einen Fetisch für Riesendildos. Der hier ist aber ein bisschen breiter. Ja, also sie hat die extra Ausführung genommen. Sie hat einen... Oh, scheiße. Sie hat einen ziemlich großen Mund, ja. So. Ein bisschen Mund auf hier. Ach, scheiße. Kacke. Doch nicht Auswahl umkehren. Nochmal Auswahl umkehren. Und jetzt müsste es gehen. Ja, schau da mal an. Hervorragend. So, den hat sie natürlich auch ganz tief bis hier hinten im Mund stecken. Ja, auch hier hat sie den bis dahin im Mund stecken. Das ist doof wegen dem Sweater. Das ist echt doof. Was machen wir da? See no difference. Ja, das kommt hin. Ich meine, ja, ist egal. Ist egal. Wer braucht schon eine Nase? Die Nase können wir dann auch gleich, pass auf, die Nase machen wir dann im selben Atemzug auch noch weg. Wer braucht schon eine Nase, wenn man einen Riesenmund haben kann, wo gleich etwas sehr Deliziöses hineinkommt. So sieht das so ganz okay aus. Ja? Also, Josie hat mehr Spaß daran, da rein zu beißen, anstatt den zu lutschen. Florian! Mastermind am Werk! Macht das Ganze nicht auf einer anderen Ebene. Oh, scheiße. Voll verkackt. Nachdem ich erfolgreich mit dem Kopierstempel gearbeitet habe, ja, erkennt man sehr, sehr gut, oder? Kann ich doch letzten Endes sogar eine nette... Ja, genau so wollte ich das machen, Florian. Nein, letzten Endes kann ich doch daraus das Ganze nur darauf... Ja, das ist schlau, genau. Kann ich das Ganze nicht als Color Correction Dingens jetzt nutzen? Ja, kann man durchgehen lassen, oder? Merkt man nicht. Ich kann ja nochmal hier, pass auf, kann nochmal einen Kopierstempel nehmen. Mal davon ein bisschen was und so. Sehr, sehr unzufrieden, weil Florian sich nicht mit Color Correction auskennt. Schade. Sehr, sehr schade. Ja gut, wir haben, ich setze das jetzt alles mal in eine Smart-Ebene, ja? Florian ist sehr unzufrieden mit dem Josie-Ergebnis.
Er ist sehr unzufrieden, da Color Correction verdammt scheiße ist. Beziehungsweise er keine Ahnung hat, wie er das tun soll. Ich höre jetzt auf mit dem in dritte Person. So, ich habe keine Ahnung, wie Color Correction funktioniert und deswegen habe ich das nicht hinbekommen. Kacke. Mit diesem Bild bin ich ehrlich gesagt... man könnte sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich könnte natürlich jetzt hier noch die Kanten glätten oder sowas, aber das ist unwichtig. Also ich könnte wirklich sagen, ja, Levi hat ein bisschen Spaß daran, an einem Dildo zu lutschen, ja. Ich verabschiede mich aber hier an dieser Stelle mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn ich mehr Photoshoppen soll, wenn ich mehr so welche blöden Ideen umsetzen soll und wenn ich am besten mal Color Correction lernen soll, dann lasst mir noch einen Kommentar da und unterstützt mich mit einem Abo. Um keine Videos mehr zu verpassen, könnt ihr auch die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich immer Benachrichtigungen, wenn ich ein Video hochlade. Ich habe mitbekommen, dass viele das überhaupt nicht mitbekommen. Der Satz hörte sich komisch an. Auf jeden Fall aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dann.